Jetzt haben wir es aufgehoben. Ich denke, jetzt bin ich zu hören. Jetzt bist du zu hören. Schönen guten Morgen, Helmut, nochmal. Ja, wir haben da ja schon mal so leichte Probleme. Ja, ich möchte auch erstmal alle Leute begrüßen, alle Träder und Träderinnen und welche, die es noch werden wollen und die es schon sind. Ich freue mich natürlich super, heute dabei zu sein. Heute mal live mit Bild, aber das auch nicht lange, weil ich muss mich gleich hier auf mein Scheit konzentrieren. Ja, du musst dich ein bisschen konzentrieren und ja, du musst auch gut gucken können, auf jeden Fall. Ganz Gut, genau. Helmut, ich gebe dir den Bildschirm rüber. Ich freue mich sehr auf deinen Vortrag. Ich weiß, deine Heiken-Aschi-Programmierungen sind immer sensationell und du hast ja auch netterweise, das kann ich schon mal vorwegnehmen, uns ja auch so ein kleines Goodie zur Verfügung gestellt, nämlich so einen klasse Break-Even-Stop. Ja? Also, ich freue mich jetzt. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß mit Helmut Schmidt und seinem Heiken-Aschi-System. Ja, jetzt muss ich mal gerade gucken, welchen Bildschirm ich übertrage. Das müsste der sein. Ja, Jetzt sieht gut müsste aus. eigentlich meine Internetseite zu sehen sein. Ich möchte mal einen kurzen Einblick geben in meine Laufbahn. Schalte mich gerade mal weg. Das ist meine Internetseite www.nanotrader-schulung.de. Da sieht man ein bisschen, was ich mache und werde mal kurz mein Lebenslauf darlegen. Also, ich bin schon ein bisschen älteres Baujahr 58, bin Werkzeugmachermeister, also richtig handwerklich. Und wie so ein Handwerker zum Traden komme, erzähle ich gleich auch noch ein bisschen. Ich bin seit frühester Jugend selbstständig und habe viel in meiner eigenen Firma, in meinen eigenen Firmen programmiert, kann man bald sagen. Daher auch die Begeisterung fürs Programmieren. Dann habe ich CNC-Maschinen programmiert, dann habe ich Hochleistungs-PCs gebaut für die eigene Firma, für die Konstruktion zum Beispiel. Und 2003 bin ich ans Traden gekommen. Im Jahr 2007 habe ich dann einen Broker gesucht. Das war gar nicht so einfach, weil Baujahr 58, da ist das mit den Englischkenntnissen natürlich nicht so weit fortgeschritten gewesen. Deshalb denke ich mir, suchst du dir einen deutschen Broker. Da wurde die Sache noch schwieriger. Dann bin ich bei WHS gelandet. Die hatten nämlich einen deutschen Support und eine deutsche Plattform. Damals war der Nanotrader noch der Dynamite-Sentimentor. Und das Programmieren war auch dementsprechend teuer. Man musste nämlich ein Zusatzmodul kaufen. Aber es hat halt von Anfang an Spaß gemacht. Ja, und wie der Markus gestern Abend schon sagte, muss man sich einen suchen, der das Traden schon beherrscht. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe meine Ausbildung gemacht beim Birger Schäfermeier, war ja gestern auch schön als Moderator zu sehen. Da habe ich meine Grundkenntnisse gelernt und habe dann auch das Handeln angefangen, und zwar ungefähr 100% Future-Handel. Das habe ich auch einige Jahre durchgeführt, bin sehr aktiv mit dem Scalping unterwegs gewesen, ganz kurzfristiger Handel, wird aber sehr anstrengend, muss ich sagen. Und es halt auch, birgt auch immer ein Risiko. Man sagt zwar, der Kurzfristhandel geht mir ganz kurz rein und wieder raus, hat nicht so viel Risiko, das ist schon mein. Ja, heute handle ich auch immer noch zu 80% Future, gerne den DAX, den Bund, den Mini-DAX als Future ist sehr interessant. Und zu 20% handle ich natürlich auch die CFDs. Wir haben ja bei WHS den großen Vorteil, wir haben super schönen DAX-CFD, dann haben wir den Tages-DAX-CFD, der läuft fast genauso wie der Original-DAX, also sehr schön zu handeln. Dann seht ihr schon auf meiner Internetseite, das Wichtigste ist für mich, dass man sein Werkzeug beherrscht. Das heißt, ihr müsst die Plattform komplett aus dem FF beherrschen, um euch komplett auf das Handeln zu konzentrieren. Dafür gebe ich einiges an Schulungen. Man kann mich als Coach buchen. Ich richte euren PC ein.
Wenn ihr zum Beispiel von einer anderen Handelsplattform umsteigen möchtet auf den Nanotrader, mache ich auch sehr gerne, weil viele Leute sagen, ah, oh, der Nanotrader, der ist ja so kompliziert. Blödsinn. Der kann alles, außer er Steaks machen. Da habe ich jetzt festgestellt, das kann mein Beefer besser. Aber sonst kann der alles. Aber man braucht ja nicht alles zu nutzen. Die Grundfunktionen haben wir letzte Mal, hatte ich eine kleine Wette abgeschlossen. Innerhalb von 3 Minuten habe ich einen unbedarften Trader, den Nanotrader, so weit eingestellt oder erklärt, dass er handeln konnte. Also die Grundfunktionen sind absolut einfach. Der kann nur sehr viel, aber man muss ja am Anfang, wenn man anfängt zu traden, nicht die Gesamtpalette des Nanotraders beherrschen. Das wäre ja doch ein bisschen zu viel verlangt. Ja, dann teste ich viele Systeme. Da kann ich mal kurz zeigen, wie mein Arbeitsplatz aussieht. Gestern wurde gesagt, ja, also ein Arbeitsplatz, ein Bildschirm würde genügen. Bin ich ein bisschen anderer Meinung. Ist mein Hauptarbeitsplatz. Ich habe auch noch 2 Nebenarbeitsplätze. Bei mir ist das natürlich was anderes. Ich teste sehr viele Systeme, ich programmiere, da braucht man grundsätzlich schon mehr Bildschirme. Ich handle natürlich auch selber, entwickle Programme, mache sehr viel Backtesting. Also, das ist für Normaltrader natürlich viel zu viel, das ist logisch. Aber ich bin der Meinung, es sollte ein vernünftiger PC sein und mindestens 2 Bildschirme. Ich würde mal empfehlen, 27 Zölle, 2 Stück. Denn bei allen Trading ist es so, dass man ein Bildschirm haben müsste für die übergeordneten Charts und ein Bildschirm, wo man drauf handelt, ist immer von Vorteil. Laptops bin ich auch nicht so ganz zugeneigt. Ich tendiere eher für eine vernünftige Handelsstation zu Hause. Wenn geht am ruhigen Örtchen, wo man sich ganz darauf konzentrieren hat und braucht nicht noch der Frau beim Haushalt zu helfen, sondern ist man ein bisschen abgekapselt. Ja, dann suchen wir natürlich alle den Heiligen Gral, den habe ich hier auch mal. Den haben wir aber bis jetzt nicht gefunden. Und man kann danach weitersuchen und finden, wird ihn nie finden. Man muss sich ein bisschen klar darüber sein, ob man wirklich in die Handelsszene, in die Trading-Szene eintreten möchte. Dementsprechend muss man sich auch ausstatten. Vom Broker her seid ihr ja schon an der richtigen Stelle. Das kann ich immer wieder nur sagen. Das seht ihr auch. Meine Empfehlung ist ganz klar, WH Self Invest. Der Support ist einmalig gut. Der Stefan macht super Webinare und seine Kollegen natürlich auch. Einem wird sofort geholfen, wenn man mal Probleme hat. Ich habe auch schon mal Probleme gehabt, so ist das nicht. Obwohl ich einer der wenigen bin, die das Nanotrader-Diplom haben von der Firma Fibertech. Das habe ich 2013 bekommen, bin natürlich stolz wie Oscar drauf. Und meine Aufgabe habe ich mir gelegt, dass ich den Leuten ein bisschen helfe bei der Einrichtung. Nicht gerade direkte Anfänger. Schön ist es immer, wenn man schon ein bisschen Kontakt zum Trading gehabt hat und man nicht ganz Neuling ist. Denn bei der Börse sieht das ja doch ein bisschen anders aus. Da hat man keinen Welpenschutz, sondern das sagt die Börse nett und die anderen Trader, ach guck mal, das ist der kleine Neuling. Ja, den lassen wir mal 2, 3 Trades durchgehen. Und dann gucken wir mal weiter. Nein, Börse ist ein knallhartes Geschäft. Und gar nicht so, wie man die Arbeit sonst gewohnt ist. Denn hier ist alles anders. Man muss auch schon mal sich 1,5 Stunden oder 2 Stunden zurückhalten und gar nichts machen. Und eine Seitwärtsphase abwarten. Und nicht in die Illusion verfallen, man müsste dort Trades eingehen. Denn dann hat man das Geld schneller verloren, wie man es wieder neu beschaffen kann. Ja, das war mal so ein kurzer
Lebenslauf. Und unser Thema ist ja heute Heikin Ashi Handelssystem oder besser Supertrendkanal Handelssystem. Ach so, hier gehen wir mal noch kurz auf. Wir haben bei den Kundenvorschlägen, da ist mein Range by Viewer, den kann sich jeder runterladen, ist ein super Tool für die Plattform. Der ist kostenlos. Dann haben wir im weiteren im Store Heikin Ashi Tools von mir. Da muss ich mal gerade runter. Heikin Ashi Tools Paket. Da ist der Dungeon Channel in Verbindung mit Heikin Ashi Pass programmiert. Das sind eigentlich, so wie sie heißen, Tools. Das ist also kein Handelssystem. Man kann die zwar ein bisschen missbrauchen, aber eigentlich sind das nur Tools. Aber da drin ist zum Beispiel auch der Periode High-Low-Stop, der speziell für Heikin Ashi programmiert ist. Also wer da Interesse dran hat, kann sich da mal umschauen. Dann habe ich meinen eigenen YouTube-Kanal, wo meine Filme drauf zu sehen sind. Dann gibt es hier noch ein schönes Internetseite von BHS, die nennt sich Trader und Strategien. Da könnt ihr mal ein bisschen was über auch alle anderen Trader nachlesen. Hier auf der rechten Seite seht ihr, jeder ist hier schön beschrieben, hat seine teilweise Videos, geniale Seite, um sich mal ein bisschen Überblick zu verschaffen, wenn man anfängt zu traden. Dann hat WHS natürlich einmal die Stockboxen und einmal Investui. Darauf weise ich auch hin, weil ich finde das genial, wenn nicht einer am ganzen Tag am PC sitzen will und handeln. Der kann auch längerfristig investieren. So, jetzt geht es aber los hier. Sollen wir mal gerade umschauen? Ich mache zwischendurch hier aus dem Publikum. Welche Performance empfiehlst du denn für einen PC oder auf was sollte man besonders achten? Ja, also wenn geht, nicht gerade beim Gemüsehändler kaufen, ihr wisst, was ich meine, sondern man sollte schon im Geschäft gehen. Besonderen Wert muss man auf die Grafikkarte legen und einen leistungsfähigen PC mit, sage ich mal, 16 bis 32 GB Speicher und eine schnelle Festplatte und vor allen Dingen einen guten Internetzugang und wie gesagt, zwei Bildschirme, da kann man sich beraten lassen und dann sich eine kleine Station aufbauen, die nur fürs Trading da ist. Da hat kein Virenscanner was drauf zu suchen. Da ist kein E-Mail-Account drauf, der ist wirklich nur zum Traden da. Ich hoffe, das reicht. Ansonsten muss man sich... Wunderbar, danke. Also ich sage da ganz klar, es muss, wenn man damit Geld verdienen will und man will sich wirklich damit beschäftigen, dann muss man sich auch dementsprechend ausrüsten. Für mich ist das alles kein Problem gewesen, weil ich bin Handwerker. Ich weiß ganz genau, wenn ich mit meinem Handwerk Geld verdienen will, dann kann ich nicht eine Zange kaufen, die 1,20 € kostet und einen Hammer und andere Sachen und kann damit nur 2 Tage arbeiten und schmeiße den ganzen Scheiß wieder weg. Die Voraussetzungen müssen auch stimmen. Also man kann nicht sagen, ich setze mich jetzt hin, mache ein Konto für 200 € auf und fange dann an, unwahrscheinlich Geld zu verdienen. Man muss auch ein bisschen investieren. Ich empfehle auch ganz klar den Nanotrader Full. Für was anderes gibt es gar nicht. Das andere ist der Free, das ist, um sich mal einen Chart anzuschauen. Also man muss schon ein bisschen Geld auch in der Hand nehmen, um sich vernünftig auszurüsten und mit den Sachen auch vernünftig arbeiten zu können. Das ist wichtig. So, dann gehen wir mal weiter. Ich schalte mal jetzt gerade um. Muss ich mal den anderen Bildschirm nehmen. Da. Wo haben wir denn nochmal den Bildschirm? Stefan, helf mir mal gerade, wie übertrage ich den anderen Bildschirm? Du musst einfach auf Übertragung gehen, Bildschirm und dann den entsprechenden Bildschirm auswählen. Alles klar, darf ich? Ja.
So, jetzt Ja. müsstet ihr den geliebten Nanotrader Ja, sehen. passt. Ja, meine Spezialität sind Spannbars und Heikin-Ashi. Und zwar seht ihr jetzt mal hier auf dem Bildschirm auf der linken Seite sind Spannbars eingestellt. Die erkläre ich jetzt gleich mal. Und auf der rechten Seite ist ein Chart in 10 Minuten. Ich muss dabei sagen, das ist der Simulationschart von der Plattform. Und zwar kann ich die sogar beeinflussen, den Chart. Das ist sehr von Vorteil, wenn man zum Beispiel mal was ausprobieren will, kann man sich den Chart so bewegen, wie man zum Beispiel einen Stopp testen will oder einen Target testen will. Ich benutze das also sehr oft, das Tool. Denn was soll ich was auf den DAX testen, der eine halbe Stunde sich kaum bewegt? Da stehe ich da und weiter und weiter und weiter und kriege mein Testergebnis nicht dabei. Und das ist jetzt, wie gesagt, der Simulationschart. Wir haben hier auf der linken Seite die eingestellt 8 Spanne. Das bedeutet, die einzelne Bar hat eine Spanne, sage ich mal, vom Hochpunkt bis zum Tiefpunkt von 8 Punkten. Und zwar wird das hier oben eingestellt. Ich klappe das Fenster mal auf. Wir haben ja hier Tage, Wochen, Minuten, Ticks, Spanne absolut, Spanne Prozent oder Renko. Wir brauchen Spanne absolut. Ist jetzt auch eingestellt. Dabei muss ich sagen, wir können also nur auf Ticks als Aggregation die Spannescheid vernünftig darstellen. Die nächste Frage wird sein, wie sieht dein System im Backtesting aus? Kann ich nichts zu sagen, da ich ja nur so weit zurücktesten kann, wie ich die Tick-Charts habe, die Tick-Daten haben. Und das ist, glaube ich, 13 Tage oder 10 Tage so ungefähr im Future-Markt, im CFD-Markt noch wesentlich weniger. Da können wir die Frage auch direkt beantworten. So, wir können die Länge der Bar feststellen, indem wir da drauf gehen. Und hier unten in der Leiste sieht man, wie die Spanne ist. Wir sehen also, wenn wir jetzt hier auf die Bar draufgehen, die hat 8 Tick, die Bar davor hat 8 Tick, hier die Bar hat 8 Tick. Und wenn ich hier auf der Seite gehe auf 10 Minuten, hat hier die Spanne hat 76 Ticks, die Spanne hat wieder 44 Ticks. Und dann nehmen wir mal hier so eine kleine, die hat nur 8 Ticks. Ihr seht, der ganze Chart ist wesentlich feinfühliger. Und die Spannbar hat den großen Vorteil, sie dient auch als kleinen Filter. Denn solange wie sich der Kurs in einer Bar bewegt und die 8 Punkte nicht übersteigt, wird gar keine neue hergestellt. Dadurch wird der Chart schon wesentlich ruhiger und übersichtlicher. Als zweites könnte ich dann noch die Heikin-Ashi-Bar dabei nehmen. Die Heikin-Ashi-Bar hat den großen Vorteil, die glättet auch das Chartbild. Ich kann den mal kurz einschalten. Wir machen den mal groß. Also 10 Minuten vergessen wir mal ganz. Heute geht es nur um reine Bewegungscharts. Ich habe in meinem Trading als einzige Charts in Zeit basierend, habe ich also, ich glaube, einen Tageschart und 240 Minuten, um so den ganz großen Überblick zu sehen. Aber überwiegend handeln und den kleineren Überblick verschaffe ich mich nur über Spannschalts und Heikin-Ashi-Schalts. So, wir können jetzt hier mal umschalten und zwar sähe so jetzt ein Heikin-Ashi-Chart auf. Ich hoffe, das kann man einigermaßen sehen, weil ich habe die Kerzen auf weiß und schwarz gestellt. Aber ihr seht schon, man kann die Bewegung ein bisschen schöner einschätzen in meinen Augen. Denn die Heikin-Ashi-Bar wird berechnet auf die laufende Kerze und auf die Kerze davor. Also man kann sagen, ein Indikator mit zwei Perioden. Die laufende Periode und die Periode davor. Und das im Zusammenhang mit einer Spannbar habe ich sozusagen eine Filterung, die ganz nah am Markt ist. So, dann schalten wir den mal um auf einen Balkenchart. Und dann zeige ich euch mal, wie mein Handelssystem aussieht.
Ich habe also Nochmal die eine ganz, ganz gute Frage, weiß Herr. durchsichtig. Ganz kurz mal. Ich habe hier noch eine gute Frage, und zwar, warum die Bars nicht alle gleich groß sind, wenn sie doch immer 8 Ticks haben. Wir sind hier nicht im Renko-Chart, sondern im Bar-Chart, ne? Also insofern ganz wichtig, weil dieser Bar-Chart hat nur einen Grenzwert, einen Wert, wo dann, wenn dieser überschritten wird, an der Stelle, wo dann der neue Kurs einsetzt, die nächste Bar gezeichnet wird. Das ist völlig anders als ein Renko-Chart. Renko-Chart hat immer gleiche Bricks, also gleiche Kästchen, aber hier eben nicht. Ne? Ja, ich kann mal gerade, das ist ja kein Problem, wir haben, mein Kollege arbeitet ja mit Renko Bars, mit eigenen entwickelt. So, wir Genau. können jetzt zum Beispiel, hier haben wir Renko Bars. Jetzt achtet mal genau, hier haben wir ja unsere Preislinie. Ich da drauf gekommen? So, Renko. Ihr seht jetzt schon gerade, der Kurs ist außerhalb der Bar. Da ist die Bar schon längst zu Ende. Deshalb habe ich mich für Spannbars entschieden, weil Rengo-Bars passiert sehr oft, dass der Kurs außerhalb der Bar ist. Und das war mir, es ist zu Übersicht natürlich auch eine schöne Sache. Habt ihr gesehen, jetzt ist die neue Bar da. Jetzt sind wir über der Bar schon und hier ist die Bar zu Ende. Und das gefiel mir nicht so gut. Deshalb gehe ich auf Spanne absolut in Verbindung mit Heikin Ashi. Das ist aber jedem selber überlassen. Also ich habe zum Beispiel gestern Abend ja auch dem Markus ganz aufmerksam zugehört. Also ich hätte mindestens 20 Mal in den Chat reinschreiben können, bin ich 100% mit dir einer Meinung. Aber das konnte ich ja auch nicht machen. Also es ist sehr viel zuständig. Und er hat ja auch gesagt, man muss sein Handelsstil so ein bisschen erkennen, bin ich, oder da zahle ich natürlich auch. Man legt sich eigentlich auf einen Handelsstil fest. Will ich langfristig traden? Will ich nach anderen Indikatoren, kleidende Durchschnitte, oder trade ich eher mit Bollinger-Bänder? Es wird sich nachher, werdet ihr merken, es wird sich herausstellen, was euch angenehm ist und wo ihr gut mit zurechtkommt. Und auf den Stil sollte man auch gehen. Also, wenn man sich einen Stil von anderen Leuten anschaut, versuchen manche, den unbedingt zu kopieren oder nachzuahmen. Also geht meistens schief, muss ich ganz ehrlich sagen. Man muss schon seinen eigenen Stil entwickeln. Und der größte Unterschied zum Arbeiten ist halt, es gibt immer wieder Verlustrates. Wenn ihr auf der Firma am Werkzeug arbeitet und verscheißt eine Schnittplatte, die muss neu gemacht werden, dann könnt ihr auch nicht jeden Tag, sage ich mal, ein Fehldreht machen und dem Chef sagen, ja, das holen wir morgen wieder raus. Das ist ja, das ist der riesige Unterschied. Ihr seid im Trading. Ihr habt, werdet Verlustdrehts haben, die sind nicht zu verhindern. Wichtig ist, dass die Gewinndrehts mehr Profit machen wie die Verlustdrehts. Dann ist das positiv. Aber man kommt schon mal mit der Meinung rein, man tradet jetzt und hat zu 90% Gewinndrehts. Das wäre natürlich wunderbar. Aber so sieht die Realität leider nicht aus. Verlusttrades gehören immer zum Trading dazu. Wenn einer erzählt, er könnte mit dem Konto mit 300 Euro morgens den PC anschalten und abends, wenn man um 16 Uhr von der Arbeit kommt, sind 600 Euro plus auf der Plattform. Vergiss es. Klappt nicht. Aber das war ja nicht das Thema. Heute ist Thema Heikin Ashi, Rangebars und Handelssystem. So, ich werde jetzt mal mein Handelssystem einschalten. Das ist zu 99% kompatibel zu dem Supertrend, der in der Plattform ist. Kann ich euch mal kurz zeigen? Ich schalte mal den Supertrend ein. So, das ist der WHS Supertrend.
den hier. Oder nehme den. Und sag mal, den sollte ich als Filter einsetzen. So, und jetzt seht ihr genau, der ist genau kompatibel zu dem Indikator, den ich programmiert habe. Ja, das ist der Originale, den verstelle ich jetzt mal. Und der dickere ist meine. Also, das heißt, ihr könntet theoretisch den Supertrend Original auch als Stopp nehmen oder als Hilfe, wie man auch sagt. Mir hat der Supertrend sehr gut gefallen, der ist ja auch sehr bekannt in der Plattform und ich arbeite gerne mit Kanälen. Deshalb bin ich hergegangen und habe gesagt, ich programmiere den Supertrend und dann programmiere ich den eine Nackenlinie. Die schalten wir jetzt gerade mal ein. So, ihr seht jetzt hier den Supertrend und hier seht ihr die Nackenlinie, die immer auf dem Hoch der Basisbar basiert. Hier geht der Trend wieder nach unten, also ein Short Trade, entsteht wieder eine neue Nackenlinie und hier die Stopplinie vom Supertrend-Kanal. Weil ich trade sehr gerne in Kanälen. Wenn man jetzt gleitende Durchschnitte hat, hat man keinen Kanal, sondern müsste sich theoretisch da auch noch einen Kanal bauen. Deshalb habe ich hier die Version vorgezogen. Dann habe ich mir noch eine Mittellinie einprogrammiert. Die schalten wir jetzt auch mal ein. Ich hoffe, man kann das schön auf dem Bild sehen. Stefan, kannst du mal kurze Ja, Rückmeldung geben? alles Kommt das? wunderbar. Ja, sehr gut zu erkennen. Ja. So, dann habe ich mir die Heiken Ashi-Bars programmiert. Und zwar kann ich jetzt sagen, ich schalte mir hier um auf die Balkencharts, dann schalte ich meine Bars ein, so, und dann könnt ihr schön sehen, in der Mitte, also die komplette Bar ist eine Heikin-Ashi-Bar. In der Mitte, Entschuldigung, kurz was trinken. In der Mitte seht ihr den Balkenchart und außenrum die Hülle ist die Heikin-Ashi-Bar. Das heißt, hier könnten wir schön sehen, merkt euch mal hier die Bar hier unten, das sind ja komplette Heikin-Ashi-Bars. Wenn ich jetzt mal einfach nur umschalte, dann seht ihr, das ist die komplette Heikin-Ashi-Bar. Wenn ich auf mein System umschalte, ist die blaue die Heikin-Ashi-Bar und in der Mitte seht ihr den Balken. Das hat den großen Vorteil, man kann sehr früh erkennen, wo der Chart dreht. Und ich handle so, dass ich immer in Richtung des laufenden Trends arbeite und warte dann einen Rücksetzer ab. Dafür habe ich mir noch eine zweite Linie programmiert. Und zwar ist das die Rücklauflinie. Die werde ich jetzt mal ganz kurz ein bisschen höher stellen. Auf 8. Das bedeutet, von unserer Stopplinie bis zur Rücklauflinie sind im Moment 8 Punkte. Die ist natürlich hier auch verstellbar. Dann kann ich ein Band einschalten zur besseren Sicht, dann sieht das so aus. Ihr habt also ein Rücklaufband, das beim Trading sehr wichtig ist. Ihr seht hier unten ist der Kurs gelaufen an Abwärtstrend, dann haben wir einen Rücksetzer und hier innerhalb des Rücklaufbandes entsteht eine Umkehrbar. Und zwar haben wir hier noch eine Long Heikin Ashi Bar, aber eine Short Bar im Balkenchart. Und diese genau nenne ich Umkehrbar. Zu dem Band ist noch Folgendes zu sagen. Wir können das einmal punktemäßig einstellen. Das heißt also, wenn wir jetzt 8, 9, 10. Wir können das auch bis zur Mitte fahren. Seht ihr, jetzt haben wir hier fast in der Mittellinie. Wir können aber auch in den Minusbereich gehen und dann wird das prozentual berechnet. Und zwar sind so jetzt 50% und so sind zum Beispiel 67% oder
70% oder 80%. Also ich habe diesmal versucht, bei dem Handelssystem, oder besser gesagt, das ist eigentlich das erste Handelssystem, was ich öffentlich freigebe. Ich bin eigentlich immer der Programmierer so ein bisschen im Hintergrund gewesen. Bin ich immer noch. Aber mich haben so viele Schüler angesprochen und Leute, die ich geschult habe. Helmut, warum machst du nicht mal ein eigenes System, was leicht zu verstehen ist, was leicht zu handeln ist, was für verschiedene Trader-Varianten alles bietet? Da habe ich mich immer ein bisschen geziert, weil das ist ja auch eine sehr aufwendige Geschichte. Und dann bin ich aber zu der Entscheidung gekommen, mir das System mal öffentlich zu machen. Trade ich selber schon einige Jahre mit. Und es ist in der Handhabung sehr erfolgreich und im Verdienst auch, muss ich sagen. So, das sind die beiden Varianten der Rücklauflinie. Dann haben wir, mal gucken, was wir noch haben. Dann haben wir einen Marker. Und zwar markiert er uns die Einstiege im Chart. Wenn ich jetzt sage, wir gehen mal und holen uns mal das erste Signal. Das sind alles Signale. Wir machen einfach mal ein wechselndes Supertrendkanalsystem. Dann seht ihr, hier hat das System gewechselt, hier hat das System gewechselt. Das wären zum Beispiel die Signale, die auch entstehen wird, wenn man den normalen Supertrend handelt. Jetzt kann ich aber sagen, ich möchte gerne eine Heikin-Ashi-Umkehr haben. Und zwar immer in Trendrichtung. Das heißt, wir hätten hier eine Heikin-Ashi-Umkehr bei, wir hatten hier oben noch eine, wir hätten hier wieder eine Short, hier wieder eine Short, hier wieder eine Short. Allein jetzt schon bei dem Beispielchart seht ihr, wie interessant das System eigentlich ist. Der Marker markiert jedes Signal, was hier unten beim Sentimentor angezeigt wird, als Handelssystem optisch im Chart. So kann man durch leichtes Durchschalten, also ich habe hier für das ganze System nur zwei Seiten Erklärung. Mehr brauchen wir eigentlich nicht, weil alle Signale, die du hier einschaltest, kannst du im Chart begucken, denn die werden markiert. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man will eine Heikin-Ashi-Umkehr haben, die bestätigt ist. Das heißt also eine Umkehrbar und eine danach folgende Bar in der gleichen Richtung. Dann seht ihr schön, mit ein bisschen anders markiert, mit einem Doppelpfeil. Also einmal mit dem Pfeil und einmal mit einem Kreis. Das sind die bestätigten Bar. Wenn man jetzt sagen würde, das Low der Kerze soll aber unter der Mitte sein und schaltet das ein. Dann sieht man, hier sind jetzt gar keine Signale, denn das ist kurz vor der Mitte. Aber hier, das Signal, ist die Umkehrbar unter der Mittellinie. Jetzt haben wir natürlich hier wahnsinnige Signale. Ich bin auch extra hergegangen und habe die alle drin gelassen. Denn das Handelssystem erschlägt fast jeden Handelsstil. Ob es nur Ausbruchtrader sind, Leute, die im Rücklauf traden, Leute, die im Rücklauf pyramidisieren, normale, tja, was gibt es noch? Seitwärtsphase hat man auch die zwei Bänder, wo man sehen kann, man könnte theoretisch in der Seitwärtsphase handeln, obwohl ich das nie mache. Aber ich habe zum Beispiel einen Kollege, der ist unwahrscheinlich erfolgreich im Ausbruchtraden. Der tradet sowas. Und zwar, wenn ihr seht wieder hier, der Trend hat begonnen, es kommt ein Rücklauf. Und das ist die erste Bar, die hier die Nackenlinie überbietet. Das ist ein Ausbruch. Und er ist damit unheimlich erfolgreich, obwohl mir der Handelsstil wieder nicht liegt. Aber es ist halt so, der eine dreht es so und der andere so. Und ein Generalrezept oder der goldene Gral gibt es halt nicht. Helmut, weil du gerade Seitwärtsrange gesagt hast, da habe ich noch mal eine Frage. Und zwar, werden denn Seitwärtsranges hier rausgefiltert? Wie kann man die rausfiltern, wenn man jetzt zum Beispiel nur in Trendrichtung handeln will? Also rausfiltern kannst du die nie. Die kannst du quasi nur sehen, wenn du einen geordneten Chart hast, der, sag ich mal, also ich arbeite zum Beispiel mit 24 Spanne und 48,
wo andere vielleicht einen Stundenchart nehmen. Und wenn du einen Spanne 24-Chart hast, wo vier Kerzen genau nebeneinander sind, in einer Reihe, dann merkst du schon, das ist eine Seitwärtsphase. Also das muss man dann ein bisschen optisch sehen. Oder du hast einen Abwärtstrend, keine Signale, du hast einen Aufwärtstrend, keine Signale, weil überhaupt kein Rücklauf stattfindet, sondern der pendelt immer long, short, long, short. Deshalb bin, also ich bin ein Trader, der sehr visuell, ich muss das so ein bisschen sehen. Ich habe also, sagen wir mal, wenn man jetzt einen Chart noch daneben hat, mit einer größeren Aktion von Spanne, dann kannst du schön an dem größeren Chart sehen, wie der sich bewegt und handelst dann in dem kleinen, sagt dir eigentlich jeder Trader. Und deshalb hatte ich auch eben gesagt, mindestens zwei Bildschirme, sonst wird das alles so eng, dass du gar nichts mehr richtig beurteilen kannst. Du musst einen Bildschirm haben, wo du schön deine Übersicht hast, wie das, ja, wie wird so schön gesagt, die Großwetterlage ist und einen kleinen Chart, wo drin du handelst. So, also wir haben hier an Signalen, kann ich aber eben aus einblenden oder ich gehe sie mal vielleicht auch kurz zu. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wir hatten jetzt zum Beispiel im Trend, die Signale sind alle im Trend. Da haben wir den Ausbruch. Oder wir haben einen Wechsel, ein Dauersignal. Hier haben wir jetzt Long und hier haben wir Short in dem Bereich. Dann kann man das System auch als Filter verwenden, und zwar als Dauerfilter. Nicht nur wie beim Supertrend, dass man ein Signal bekommt, sondern in der ganzen Phase hier reingehen kann. Das sind zum Beispiel jetzt die ersten Signale. Davon haben wir hier mindestens vier Fächer. Die nächsten Signale sind im Trend kombiniert. Das sind die Vorsignale, sind zusammengefasst. Signal 1 und 2, 1 und 3, 1 und 4, 1 und 5. Wir nehmen mal hier 1 und 2. Dann kann man die Signale von dem ersten, die im Trend waren, kombinieren nochmal. So, dann haben wir natürlich auch manchmal Signale ohne Trend. Da haben wir auch wieder unser Heikin-Ashi Umkehr Long. Dann zeigt er auch die Long-Signale sozusagen im Short-Trend an. Ist schon mal von Vorteil, wenn man im größeren Chart einen kleinen Rücksetzer hat, dann ist man ja im kleinen in der Gegenrichtung, dass man dann wieder in Richtung des übergeordneten Charts dreht. Ich habe also bewusst alle Signale, die ich getestet habe und die ich auch schon mal benutze, drin gelassen. Dann haben wir Signale im Trend bezogen auf die Rücklauflinie. Das ist also hier die Linie. Da muss der Chart, die Kerze, den schraffierten Bereich erreichen. Hier ist der Rücklauf alle zu klein. Da kommt er nicht rein. Aber zum Beispiel in dem Bereich ist hier die Umkehrkerze, da ist auch unser Short-Signal. Die meisten Trader, wenn ich also ganz aggressiv scalpe, nehme ich nur das Stück von hier bis zur Nackenlinie mit und ziehe dann den Stopp ganz aggressiv hinterher und fliege dann hier irgendwo raus. Man konnte aber auch theoretisch hier reinsteigen und hier bei der Nackenlinie wieder glatt stellen. Jetzt sind auch einige Targets und Stops bei dem Handelssystem noch dabei, die direkt mitgeliefert sind. Zum Beispiel ein Stopp, der sich automatisch auf die Nackenlinie setzt. Den kann man auch ein, zwei Punkte variieren, da der weiterläuft oder vorher schon glatt gestellt wird. Da habe ich auch Periode High-Low-Stops, Stops, die auf der Stopplinie laufen, sind dabei. Dann gibt es einen Stopp auf der Mittellinie, Stopp auf der Nackenlinie, hier auf der Rücklauflinie. Also ist schon sehr umfangreich. Also das waren zum Beispiel jetzt die Signale alle bezogen auf die Rücklauflinie, also auf diese Linie. So, dann haben wir zum Beispiel hier eine Gegenbar. Schauen wir gerade mal ein. Wenn man nicht auf Anhieb weiß, ich meine, steht in der Erklärung drin, dann schaltet man einfach den Schalter ein und sieht sofort,
das Signal kommt am Schluss der Buy, wenn die Buy fertig ist. Das heißt also, es wird gekauft, wenn die Buy fertig ist und sich nicht in Gegenrichtung entwickelt. Da ist also Close und der Rücklauf, heißt das. Die Erklärungen sind natürlich alle dabei. So, dann haben wir hier noch neue Signale und zwar, wie ich gerade erzählt habe, dafür machen wir uns vielleicht mal einen anderen Chart auf. Noch, wir haben hier noch unsere 10 Minuten, den werden wir jetzt mal umstellen. Aufspanner absolut und dann geben wir mal ein, zum Beispiel 24. Wenn ich die Charts jetzt nebeneinander habe und hier führen wir jetzt auch mal gerade noch unser System ein. Also die Handhabung ist wirklich einfach und schnell zu sehen. So, dann brauchen wir hier noch eine schöne Nackenlinie, die ist aber wichtig. So, wir sehen jetzt in dem übergeordneten Chart sind wir short. Seht ihr das? Und in dem kleinen Chart sind wir long. Und normalerweise, wenn ich jetzt mehr auf dem übergeordneten Chart traden will, dann würde ich ja hier oben in den Bereich versuchen, short zu gehen, wo ich dann Umkehr sehe, wieder in Richtung Trend. Obwohl, das ist hier alles nur seitwärts, aber das ist ja, kann ich so jetzt nicht beeinflussen. Aber ihr seht, der größere Chart ist short und der kleinere ist long. Die Situation kommt ja nur oft vor. Am besten ist natürlich, der übergeordnete ist short und der Handelschart ist auch short oder halt übergeordnet long und im Kleinen sollte man auch long arbeiten. Aber dafür haben wir auch Signale und zwar die Signale gegen den Trend. So. Und ihr seht, jetzt werden die Signale auf der Nackenlinie generiert, nicht hier unten in dem Umkehrbereich, sondern wir wollen ja jetzt hier sehen, wie wir wollen short gehen und lassen uns dann die Umkehrbars anzeigen, die auf der Nackenlinie sind, um im kleineren Chart schon sehr guten Einstieg zu erwischen, um den dann hier im übergeordneten Chart weiter zu begleiten. Das war der Hintergrund. So. Ich muss da natürlich jetzt ziemlich zügig durchgehen, sonst da läuft dann ja die Zeit fort. So, dann haben wir verschiedene Chart-Infos, die wir uns einstellen können. Wir haben zum Beispiel hier eine Information, da wird uns angezeigt, immer der Höchpunkt des Longs und der Tiefpunkt des Shorts, mit wo der Einstieg war. Hier war der Einstieg, wie das Maximaltief war, wie viele Punkte man im Äußersten erreichen könnte, wie viel mehr in Wirklichkeit erreicht hätte, wenn man hier oben reingeht und hier wieder raus. Und der Einstieg Long wird angezeigt, der müsste jetzt hier irgendwo bei 43 sein. Dann werden die Schilder eingefärbt, ob die Gewinn oder Verlust gemacht haben. Also Schwab haben Gewinn gemacht von 37 Punkten. Hier hat auch einen Gewinn gemacht von 30 Punkten. Hier haben wir einen Verlust gehabt. Hier wieder ein Gewinn. Hier seht ihr schon. Hier sind wir short gegangen. Der Trade ist nicht gelaufen und hier sind wir long gegangen. Dann wäre das, wenn wir jetzt rein den Supertrend-Signale sehen würden. Darauf sind die ausgelegt. Dann hätte man hier einen Verlust gemacht von minus 21 Punkten. Das ist mal so ein bisschen, wenn man sich das jetzt als großen Bildschirm vorstellt, dann kann man schon ein bisschen die Sache verfolgen. Sind wir in der Seitwärtsphase, hast du viele rote Schilder, wo du merkst, wie hier, ja, das läuft eigentlich nicht viel. Da hast du jetzt drei Kompil-Trades gemacht. Dann warten wir erstmal ab, bis eine richtige Bewegung kommt. Dann geht man wieder in der Bewegung weiter, oder? Macht den Gegentrend. Dafür sind die Optionen, die man sich hier anzeigen kann. Dann habe ich noch eine weitere Information und zwar wird mir hier unten der Stopplinie angezeigt als Wert. Die ist jetzt 11.05
34, also liegt jetzt hier irgendwo. Das heißt, wenn ich jetzt einen übergeordneten Chart habe und habe die Linie bei L34 und gehe dann in einen kleineren Chart, dann kann ich theoretisch den Supertrendkanal hier über den ATR-Faktor so einstellen, dass der quasi mit dem übergeordneten Chart gleich ist. Hat man da ein bisschen bessere Übersicht. Also Anwendung ohne Ende. Man kann natürlich jetzt auch einen Filter da reinsetzen, den haben wir ja auch hier. Da haben wir einen Kanalfilter, kann man im Chart oder ja, vom Filter der nix hier. Der will noch nicht. Ja, klappt das alles, was mir zeigt? Irgendwo ein Bockmist drin. Oh, nicht schlimm. Ist alles live, Ist ja nur mal Henry. eine kurze Zeit. Alles live, ja. Dann haben wir natürlich, das Allerwichtigste ist natürlich hier unser Range-Bar-Viewer. Und zwar ist er in meinen Augen unbedingt notwendig, wenn man mit Spannbar arbeitet. Wir haben also jetzt hier eingestellt eine Spanne 10. Dann gehen wir hier beim Range-Bar-Viewer, der ist also bei WHS frei zu laden, stelle ich auch 10 ein. Das ist jetzt mein eigener hier. Das gleicht nur euer ist auf der Internetseite, der ist in Englisch. So, jetzt wird mir angezeigt, ich habe ja jetzt hier unten keine Eieruhr, keine Zeit, sondern ich weiß, wenn die Bar 10 Punkte voll hat, wird eine neue hergestellt. So, und jetzt zeigt er mir die untere Kante und die obere Kante an, wo die neue Bar hergestellt wird. Das heißt, ich manipuliere jetzt mal ein bisschen den Chart nach oben und dann seht ihr, jetzt gleich wird die neue Bar hergestellt. Jetzt habe ich wird die neue Bar wieder eingekreist, wo die nächste erscheint. Das heißt, ich könnte mich theoretisch jetzt hier oben schon, ich weiß ganz genau, hier wird die neue Bar entstehen, da könnte ich mich theoretisch hinlegen. Oder ich warte ab, bis die Bar fertig ist und lege mich dann kurz darunter. Also das Ding hat unwahrscheinliche Möglichkeiten. Und man kann den Chart wesentlich besser beurteilen, weil man hat ja keine Zeit. Hat also, kann man den Nachteil der Spannbar da ein bisschen kompensieren, weil ich brauche gar keine Zeit. Ich kann so sehen, wo entsteht die nächste Bar? Habt ihr jetzt gerade auch gesehen? Jetzt verändert sich wieder der Range Bar Viewer und erscheint direkt eine neue Bar. Was läuft die Zeit weg? Das ist ja Wahnsinn. Da will ich doch gerade da mal das Tool zeigen, was ich euch dabei gebe zum Handeln. Und zwar, Ja, zeig das noch mal, das wäre gut, ja. ja. So, wir machen jetzt hier mal, wählen wir mal unser PayPal-Konto. Nein, das Ding wollen wir nicht. So. Den klappen wir ein. Dann machen wir mal gerade ein Probetrade. So, wir könnten ja jetzt auf, also hier, das ist der Break-Even, der normalerweise drin ist. Wir simulieren jetzt ungefähr ein Mini-DAX. Das heißt also, ein Punkt ist 5 Euro. Wir haben jetzt ein Risiko 7,5, das kannst du richtig an. Normalerweise müsste da 5 stehen. Das macht er schon mal bei den PayPal-Konto. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr handelt mit CFD, und ihr geht ein Tick in Plus, dann seid ihr ja nur bei 0,10 Euro. Das würde ja nie die Kosten decken, die ihr dann habt. Hier hab ich aber ein Tool, was ich einstellen kann. Und zum Beispiel, ich stelle jetzt Break-Even ein, der soll bei 3 Punkten liegen. Oder zum Beispiel im CFD-Handel bei 30 Ticks. So, wenn ich jetzt
und lasse das mal ein bisschen hochlaufen und gehe jetzt auf Break-Even, das ist das normale Break-Even, dann wäre ich im Plus 1 Punkt, 5 Euro. Wenn ich aber jetzt mein Break-Even nehme, dann bin ich, und so könnt ihr den einstellen, den Break-Even, indem ihr den so einstellt, beim CFD-Handel zum Beispiel auf 30, beim Mini-DAX auf 2, dann seid ihr 10 Euro im Plus. Und der große Vorteil ist, wenn der eingeschränkt, der ist immer aktiv. Wenn ich jetzt noch eine Position dabei kaufe, dann müsste der Kurs ungefähr auf diesen Mittelwert sein, der neue Kurs. Und der Break-Even, der wandert sofort mit. Das heißt also, ich pyramidisiere jetzt die Position und der Stopp springt sofort mit und gesichert mit einem positiven Gewinn. Verwende ich sehr oft, hilft einem beim CFD-Trading, beim Mini-DAX-Trading. Man kann aber auch beim Großen verwenden. Dann stellt mal 2 Punkte ein und ist nicht 12,50 Euro im Plus, sondern 25 Euro. Also ungeahnte Möglichkeiten. Das Tool kriegt ihr kostenlos zur Verfügung gestellt mit einer Installationsanweisung. Dann habt ihr auch mal das erste Express-Programm in eure Plattform installiert. Es besteht auch ein Video auf meiner Plattform, da könnt ihr mal nachgucken, wenn da noch Probleme sind. Und es sind alles kleine Hilfsmittel, die aber unwahrscheinlich mithelfen. Und von denen habe ich natürlich auf meiner Internetseite viele. Wir schauen jetzt gerade mal um zum echten DAX. Da sagen wir ja zu allen. Und zwar müsste jetzt eigentlich der Mini-DAX kommen. Gucken wir da auch mal rein. Ja, so sieht das Handelssystem jetzt bei mir in echt aus. Hier habe ich natürlich, hier ist zum Beispiel der Range Buy Viewer drin. Dann habe ich hier ein Programm, den Tag anzeigt. Dann habe ich ein Chart-Info drin. Das schalte ich gerade mal aus. So sieht eigentlich mein Handelschart aus. Und ihr seht jetzt hier schon Mini-DAX. Sieht der seitwärts und eben aus. Kam der Seitwärtsphase. Spannbar ist wesentlich deutlicher sehen manchmal wie mit normalen Bars. Da hat man dann so Situationen. Long, short, long, short. Da weiß man schon direkt, Moment, hier mal ein bisschen aufpassen. Also das ist auch immer ein bisschen die Entscheidung, wie du auf den Bildschirm guckst. Wa? Ja. Also ich hoffe, ich konnte euch da mal einiges zeigen, was die Plattform alles kann, was man alles programmieren kann und vor allen Dingen, zu was die möglich ist. Ja, super. Also Handeln, das war super toll. Ja, kurz zu dem System. In der E-Mail-Adresse hatte ich ja eben gezeigt, info@nanotrader-schulung.de. Könnt ihr beim Video ja auch vorne angucken. Das ganze System würde 590 Euro kosten. Ist soweit komplett, außer für manche Spezialisten gibt da noch ein paar Zusatztools. Die Beschreibung ist dabei und ich habe also da sehr viele Videos, obwohl ich muss sagen, dieses Jahr war ich ein bisschen gehandicapt. Ich bin also 5-mal am Auge operiert worden und hatte da doch ein paar Ausfallzeiten, gelinde ausgedrückt. Aber die Videos kann man alles nachlesen. Und das ist ja auch das Tolle bei WHS. Wenn ich dran denke, was der Stefan schon an Videos gemacht hat, da müsste eigentlich der PC auseinanderplatzen. Denn ich weiß, wir haben schon früher in den Anfangszeiten war der Dienstag immer gebucht als Webinartag. Und dadurch lernt man natürlich auch unheimlich viel. So, ich hoffe, ich konnte euch mal einen schönen Einblick generieren und super, wünsche euch immer gute Trades.